Hallo Pilzfreunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute mit dem Flaschenstäubling oder auch Flaschenbovist. Hier noch sehr kleine Exemplare. Bei den Bovisten gilt immer, wenn sie außen weiß sind und innen auch rein weiß sind und wenn man sie aufschneidet, sie keine Lamellenansätze zeigen, dann sollten sie genießbar sein. Das ist ein Speisepilz. Der Flaschenstäubling, der kommt vor in Mischwäldern, auf der Erde oder auf morschem Holz. Man kann ihn finden von Frühsommer bis Spätherbst. Ich finde ihn immer wieder am Rand von Trampelpfaden, so wie diesem hier. Häufig auch am Waldrand. Der Flaschenstäubling ist jung essbar. Wenn er größer ist und älter ist, wird das Innere bräunlich, olivbräunlich bis schwarzbraun. Und in diesem Zustand ist er nicht mehr genießbar. Diese hier sind allerdings noch jung und frisch. Ich schneide gleich mal einen auf. So sieht er von innen aus. Rein weiß, ohne Lamellenansätze. Der Fruchtkörper ist keulenartig bis birnenförmig. Daher auch der Name Flaschenbovist. Er hat einen stielartigen Fruchtkörper, der außen mit blassen, pyramidenartigen, körnigen Stacheln besetzt ist. Diese lassen sich ablösen. Die sollten auch bei der Zubereitung entfernt werden, weil sonst bleiben diese Krümel in der Soße auffällig zurück. Der Geruch wird als pilzig angenehm beschrieben und der Geschmack als mild. Das Sporenpulver ist olivbraun. Bei älteren Exemplaren ist hier der obere Teil dann mit olivbraunem Sporenpulver gefüllt, bis dann oben die Haut aufbricht und der Pilz auf Druck die Sporen in die Umwelt abgibt. Ein optisch auch interessanter, lustiger Pilz. Ja, das war's vom Flaschenstäubling oder Flaschenbovist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!